herzlich willkommen zu unseren Gesprächen auf dem Feuerschiff. Heute haben wir zu Gast Christina Block, in Hamburg geboren, lebt in Hamburg mit 4 Kindern und erfolgreiche Unternehmerin, Familienunternehmerin. Zu Gast heute auf dem Feuerschiff. Ich fange einfach mal an, wenn man so ein bisschen in die Biografie guckt, dann fällt es auf, dass Sie schon früh und intensiv auch immer selbstständig waren, gearbeitet haben, Geld verdient haben, also so ein bisschen die Themen Arbeit und Selbstständigkeit im Vordergrund stand. Ist das so eine Charaktereigenschaft oder ist das so eine Überzeugung, dass Arbeit und Selbstständigkeit wichtig ist für die Entwicklung des Menschen? Das ist es auf jeden Fall. Also das würde ich meinen Kindern auch immer wieder raten. Statt sofort ins Studium zu gehen, gleich erstmal die ersten Erfahrungen im Arbeitsleben zu machen. Das habe ich damals so gemacht, weil ich aus der Hotellerie komme oder da auch hin wollte. Und da ist es am besten, wenn man die Branche natürlich mit beiden Händen hart erarbeitend lernt. Das habe ich dann gemacht und kann jetzt im Nachgang auch immer nur sagen, diese duale Ausbildung ist das größte Gut, was wir in Hamburg haben. Das ist ein Exportschlager und den müssen wir einfach unterstützen. Ja, fand ich bemerkenswert, zunächst einmal eine Ausbildung machen, haben Sie ja auch gemacht, also wirklich, dass man es von der Pike auf, sagt man, glaube ich, genau, lernt. Und dann auch mal weiß, was es heißt, wenn man längere Schichten machen muss, wenn man in schwierigen Situationen, Sie waren ja in Paris, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, haben richtig, da ein paar Jahre gelebt und hart gearbeitet. Also tatsächlich Thema Ausbildung wieder stärken, Stichwort Fachkräfte, ja auch für Hamburg ein Thema, auch sicherlich im Bereich Hotelfach und Tourismus. Ja, auf jeden Fall. Also die Hotellerie kann man eigentlich auch nur wirklich hart arbeitend erlernen, weil alle Menschen, die dort arbeiten in der Branche, jeden Tag sehr hart arbeiten. Und das kann man auch, wenn man in einer Führungsfunktion ist, nur wirklich nachvollziehen und verstehen, wenn man das selber mal von der Pike auf gelernt hat. Und richtig, ja, ich habe in München gelernt, war dann in Paris, habe Koch gelernt in Amerika und bin dann über China dann nach Europa zurück und habe ein Studium dann angeschlossen. Deswegen finde ich das auch so großartig, wenn man erst die berufliche Erfahrung gemacht hat, dann kann man darüber dann das Studium aufsetzen und dann versteht man auch viel mehr, was die Theorie denn wirklich in der Praxis bedeutet. Da sind wir schon ein bisschen beim Thema, was ist für Hamburg wichtig, auch in den nächsten Jahren wichtig. Zum einen das Thema, dass wir Leute brauchen, die gut ausgebildet sind, ja, Fachkräfte. Und dann sind wir beim Thema Tourismus. Wir sitzen wunderbar an der Elbe, die Elbphilharmonie als Punkt, der natürlich im Bereich Tourismus eine große Rolle spielt. Wie ist die Situation im Tourismus momentan in Hamburg? Eigentlich großartig. Wir erleben wunderbare Zeiten. Wir haben wachsende Gästezahlen auf jeden Fall, wachsende Übernachtungszahlen. Das ist schön für Hamburg. Ich glaube, das merken wir auch als Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt, wie international auch und wie voll quasi die Stadt geworden ist im positiven Sinne, weil man unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen mitkriegt und die Restaurants sind gefüllt. Das erlebt eine gute Zeit. Allerdings muss ich sagen, ist Hamburg noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssten, vor allem im internationalen Bereich. Also Hamburg ist auf der internationalen Karte noch nicht richtig bekannt und da müssen wir eigentlich noch viel mehr machen. Wir vermissen große Messen, internationale Messen, wenn wir versuchen, große Veranstaltungen für Hamburg zu bekommen, dann sind wir immer wieder im Pitch quasi mit anderen Städten wie Lissabon, wie London, Barcelona, Mailand und diese Städte bekommen meistens viel eher diese großen Veranstaltungen als Hamburg und das ist sehr schade, auch für die Wirtschaftstreibenden hier in der Stadt, da ist ja nicht nur die Hotellerie dran, die Restaurants, die Taxifahrer, die Einzelhandelsgeschäftsleute, all die hängen ja auch daran, dass wir gute und große Veranstaltungen in Hamburg haben. Und das ist ein bisschen schade, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, was Messe betrifft, was vielleicht auch Direktverbindungen flughafenmäßig betrifft. Und ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Also ein Appell, Hamburg auch größer zu denken, ja, was nicht heißt, dass man überdreht ist, aber wenn man gerade im Tourismus Mitbewerber hat, dann sind es die Mitbewerber auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene. Ja. Also von Vancouver, Montreal, Madrid, Paris. Kommen wir zum Thema Wirtschaft. Viele Leute sprechen von der ersten Eintrübung der Wirtschaft, konjunkturelle Daten werden schlechter. Das kann Auswirkungen haben auf den Tourismus, das kann aber insbesondere Auswirkungen haben auf andere Branchen. Blick auf die wirtschaftliche Situation Hamburgs und auf die Fragen, was sind sozusagen in den nächsten Jahren dann die Themen für die Wirtschaft? Ja, den Fachkräftemangel haben Sie schon angesprochen, ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich. Und die Eintrübung werden wir in der Tourismusbranche wahrscheinlich etwas später als all die anderen Industriebranchen spüren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir über alle Branchen hinweg daran arbeiten, dass die Unternehmer und die Wirtschaftstreibenden weniger Bürokratie haben, es leichter schaffen können, sich wieder ihren täglichen Aufgaben zu widmen. Ich höre immer wieder von kleinen Gewerbetreibenden auch, dass sie sich so viel beschäftigen müssen mit dem Ausfüllen von Formularen, Anträgen und allem drumherum, was so zum Alltag gehört und sich viel weniger um ihre Gäste und ihre Kundschaft kümmern können. Und da müssen wir eigentlich wegfahren. Wir müssen wieder dahin, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmer, für Gewerbetreibende,
für Handwerksbetriebe, dass sie einfach wieder sich um ihr tägliches Allerlei kümmern können und wieder mehr Gäste, mehr Kunden ansprechen können. Sie sind aktiv in Verbänden, also engagieren sich auch sozusagen beim Tourismus, aber auch allgemein beim Thema Wirtschaft. Letzter Punkt ist so das Thema auch Kommunikation, wenn man diese Gedankengänge fortentwickelt, muss es ja wichtig sein, dass man mit den Betroffenen spricht, mit den Unternehmern spricht, mit den Handwerksmeistern spricht, mit denen, die ein Restaurant haben oder ein Hotel haben. Ist das so ein Blick auch für die nächsten 5, 6 Jahre oder 10 Jahre, wo man einfach sagt, dass wir anders kommunizieren müssen? Also wenn wir die Herausforderung meistern wollen, muss auch Politik sich stärker öffnen und einfach mal zuhören, was die Betroffenen sagen. Ja, absolut. Weg für Hamburg. Absolut. Also von oben herab ging noch nie und wird auch weiterhin nicht gehen. Das ist genauso, wie man ein Unternehmen lenkt und leitet. Das tut man durch Vorbildfunktion und durch ganz aufmerksames Zuhören und Fragen, und zwar auch an der unteren Basis. An all die Leute, die muss man fragen, die tagtäglich 8, 9, 10, 11 Stunden arbeiten und quasi nach Hause kommen und dann merken, dass sie wahnsinnig viele Abzüge haben und eigentlich nur Belastungen und nicht mehr so wirklich merken, dass ihre harte Arbeit sich lohnt. Und da müssen wir wieder mehr hinhören, zuhören, Fragen stellen und offen sein. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Sie merken, die Sonne kommt raus. Also bei den Worten verständlich. Ich darf mich herzlich bedanken, Frau Block, für das Gerne. Gespräch bei uns hier, bei den Gesprächen auf dem Feuerschiff. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genießen Sie die jetzt aufkommende Sonne.